Hi, hier ist die Melli von Caramel Secrets und heute verrate ich dir, wie du deine Ernährung umstellen kannst, ohne neue Lebensmittel einzukaufen. Heute sind wir in meiner Küche, um über das Thema Ernährungsumstellung zu sprechen. Ernährungsumstellung, ich hasse dieses Wort, denn als Kind habe ich im amerikanischen Überfluss gelebt und ernährte mich von Junkfood. Und sich von ungesund auf gesund umzustellen, das überfordert uns. Und was passiert dann? Wir suchen nach Abkürzungen, meist in Form von Diäten, und wir hoffen auf Glück, dass es diesmal klappt. Scheißen wir doch mal auf Glück. Gewinnen wir lieber selbst die Kontrolle zurück, indem wir unsere Ernährung erfolgreich umstellen. Aber warum hat es bisher nicht funktioniert? Ich habe in der Vergangenheit auch versucht, besser zu essen. Und nach ein oder zwei Wochen hatte ich keine Lust mehr drauf und fiel in alte Gewohnheitsmuster zurück. Dir ging es vielleicht auch so. Also, warum hat es bisher nicht funktioniert? Es kann natürlich daran liegen, dass du keine Zeit hast oder dass dein Job sehr anstrengend ist. Es kann auch sein, dass du nicht an gesunde Lebensmittel kommst oder dass du gezwungen bist, das Essen in der Firmencafeteria zu essen. Aber egal welcher Grund dir gerade spontan einfällt, der Grund, warum du deine Ernährung nicht dauerhaft umstellen kannst, ist folgender. Du hast einfach keinen triftigen Grund dazu. Genau, du hast richtig gehört. Du hast für dich in deinem Kopf noch keinen emotionalen Grund dazu ausgemacht. Das ist alles. Aber das ist eben auch alles. Ich sag immer, abnehmen und positive Veränderung fängt im Kopf an. Denn ohne dass du den Schalter in deinem Kopf umlegst, wirst du nur mit Willensstärke versuchen, deine Ernährung umzustellen. Und meinetwegen auch eine Diät zu machen. Willensstärke ist nicht unendlich. Sie wird im Laufe des Tages aufgebraucht. Das heißt im Klartext, ohne einen triftigen Grund, der dich von innen heraus motiviert, besser essen zu wollen, verschwendest du schlichtweg deine Zeit. Mein Tipp für dich ist also, dich selbst ganz ehrlich fragen, warum du überhaupt deine Ernährung umstellen möchtest. Du musst an die Wurzel gelangen. Dazu nimmst du dir am besten einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand und gehst kurz in dich. Ja, wenn du willst, lege chillige Musik auf und zünde ein paar schicke Kerzen an. Ja, wirklich, ich meine es ernst. Es sieht dich doch sowieso keiner. Du solltest dabei möglichst ungestört sein. Nehme dir dazu 5 bis 7 Minuten Zeit und überlege dir den wahren Grund, warum du deine Ernährung umstellen möchtest. Es könnte sein, dass du anderen gefallen möchtest. Es könnte sein, dass du am Strand gut aussehen möchtest. Es könnte sein, dass du mehr geliebt werden möchtest. Wenn das so ist, dann wirst du sicherlich nicht lange durchhalten. Warum? Dein Motivationsgrund muss etwas mit dir zu tun haben. Du musst es für dich wollen und aus keinem anderen Grund. Dein Grund muss dich von innen heraus motivieren. Du musst es so sehr wollen, dass du auch alles dafür tun würdest. Es hört sich jetzt zwar sehr dramatisch an, aber kurz gesagt, wenn du weißt, warum du deine Ernährung umstellen möchtest und dieser Grund dich von innen heraus motiviert, dann wirst du auch alle nötigen Schritte dafür tun. Also mache diese Übung, bis du an deinen wirklichen wahren Grund gekommen bist. Was war mein Grund, willst du wissen? Also hier mein oberflächlicher Grund. Meine Arbeitskittel spannten am Bauch und ich war auf dem besten Wege, größere Kittel zu brauchen. Und das wollte ich auf keinen Fall. Diese Blöße wollte ich mir nicht geben. Das heißt, ich merkte schon länger, dass ich unzufrieden war, aber ich war auch nicht gewillt, etwas dagegen zu tun. Denn solange die Knöpfe noch zugingen, dachte ich, es geht noch. Und so änderte ich nichts. Aber irgendwann, und das ist jetzt mein tieferer Grund, irgendwann wollte ich einen klaren Cut machen mit der Frau, die ich noch vor ein paar Jahren war. Ich wollte anders sein, eine bessere Version der Frau, die mich im Spiegel anschaute. Und als ich an einem emotionalen Tiefpunkt angelangt war, traf ich diese eine Entscheidung. Melanie, ab heute tust du alles, um deinen Körper wieder in Form zu bringen. Und das ist alles, was es ist. Eine Entscheidung, die du triffst. Je mehr Emotionen und Gefühle du dabei empfindest, umso besser. Umso mehr verankert es sich in deinem Brain. In Bezug auf Ernährungsumstellung werden die meisten dir sagen, verzichte auf Zucker, lerne neue Rezepte kennen und kaufe bessere Lebensmittel ein. Und ja, das kannst du auch alles gerne tun und das solltest du auch. Aber wenn du keinen emotionalen, unwiderstehlichen Grund hast, das alles zu tun, wirst du nicht lange durchhalten. Du wirst aufgeben, wenn es
etwas ungemütlich wird. Und das wäre doch wirklich schade. So Mädels, das war's. Das war mein bester Tipp für dich, wie du deine Ernährung erfolgreich umstellst. Wenn du weißt, warum du es willst und dir dieser Grund wichtig ist, dann wirst du auch alles Nötige dafür tun. Es wird dann auch viel einfacher für dich sein, neue Rezepte und Workouts auszuprobieren und anders über dein Essen zu denken. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, bitte bewerte es mit Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich veröffentliche jede Woche 1 bis 2 neue Videos. Thank you so very much for watching. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Deine Melli. Ciao, ciao. So, für alle Mädels mit Locken da draußen, activate your curls. So aktivierst du deine Locken.